Hey Leute, ich bin's David vom Schießstand und ich habe in Vorbereitung auf dieses Video hier einige andere Videos zu diesem Gimbal geschaut. Das ist der Siyun Webull 2, um den geht's heute. Bei diesen anderen Videos ist mir was aufgefallen. Ich nenne es jetzt einfach mal Talking Points. Was ich damit meine, vermutlich vom Hersteller vorgegebene Punkte, die zu einem Produkt laut Hersteller erwähnenswert sind. Problem an der ganzen Sache, außer dass die Videos von jemand anderem vorgetragen werden und andere Shots zeigen, sind sie im Grunde fast alle gleich. Grob gesagt, kennst du eins, kennst du alle. Eigentlich schade, denn die eigene Meinung zu einem Produkt und seinen Features, das ist doch das, was so einen Test sinnvoll macht und was den einen Tester vom anderen unterscheidet. Und nicht, dass sie eventuell eine größere oder eine kleinere Zielgruppe erreichen und alle im Grunde dasselbe sagen und doch nicht das ansprechen, was zum Beispiel mir negativ aufgefallen ist. Und naja, wir sind ja mehr oder weniger dafür bekannt, der eine oder andere würde auch sagen, berüchtigt, dass wir Dinge ein kleines bisschen kritischer unter die Lupe nehmen. Und das versuchen wir heute mal mit dem Siyun Webull 2. Nachdem wir uns letztes Jahr den Webull S im Vergleich angeschaut hatten und er unsere klare Empfehlung bekam, ist das Ding hier natürlich super interessant, weil es der indirekte Nachfolger sein soll. Und ihr kennt das Spiel, wenn ihr am Ende merkt, dass das Video euch gut gefallen hat, dann lasst ein Like unter dem Video, abonniert den Kanal und drückt vielleicht auch noch die Glocke. Das macht einen riesigen Unterschied und sorgt auch dafür, dass mehr Menschen dieses Video sehen können. Danke und jetzt geht's los, Film ab! Also, die letzten Gimbals, die wir uns angeschaut haben, waren der DJI Ronin SC, der Siyun Webull S, der DJI RS2 und der DJI RSC2. Also, jetzt wieder ein neues Siyun-Produkt. Hier. Und irgendwie ist das so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel bei den beiden Herstellern in Sachen Gimbals. Hat der eine ein Feature neu, kommt es bei dem anderen in der nächsten Generation so oder besser oder anders. Und das ist ziemlich gut für uns Kunden, denn, ja, das macht einfach einen schönen Preiskampf, schönen Konkurrenzdruck. Und so ähnlich sind sich die beiden Gimbals zum Glück auch nicht. Eigentlich soll der Webull 2 wohl eher Konkurrenz zum DJI RSC2 sein, nur kostet der RSC2 mit ca. 420 Euro mindestens 100, wenn nicht sogar mehr Euro weniger als der Webull 2, denn der kostet so ca. 520 bis 580 Euro, je nach Angebot und je nach Shop. Tagespreise wie immer über die Links unten in der Videobeschreibung abrufbar. Und mit diesem Griff hier und dieser schicken Tasche, beides im Combo-Set enthalten, kostet der Webull 2 dann nochmal 100 Euro mehr und ist dann schon fast nah am großen DJI RS2. Die Preispolitik ist also nicht so ganz durchsichtig, vielleicht auch ein bisschen durcheinander und die Ausrichtung dadurch nicht ganz klar zu erkennen. Auf jeden Fall ist das aber keine RSC2-Konkurrenz, auch wenn beide Gimbals ungefähr gleich viel wiegen. Denn da gibt es am Design tatsächlich schon so einige erwähnenswerte Dinge, die mir wirklich gut gefallen hier. Punkt Nummer 1, das Display. Ja, dieser Gimbal hat einen Bildschirm. Hier ein 2,88 Zoll Touch-Display mit Farbe. Und wie das Ding beim Transport verstaut und geschützt wird, ist allererste Sahne. Das wird hier einfach weggeklappt. Dann merkt man auf den ersten Moment gar nicht, dass hier ein Bildschirm dran ist. Richtig, richtig gut. Das Display hier kann nicht nur Optionen, Modi und Einstellungen des Gimbals ändern, sondern in Kombination mit dem Transmount AI Wireless Modul auch das Kamerabild anzeigen. Und eben genau diese lustigen Tracking-Sachen anstellen, die wir exzessiv am DJI RS2 getestet haben. Den habe ich hier und der hat ja auch ein Display. Das kann sogar auch das Bild anzeigen und kann sogar auch darüber das Tracking steuern. Aber das ist eben eine ziemlich deutliche Ecke kleiner. Tja. Durch dieses Display hier fällt der Griff zur Smartphone-Steuerungs-App über Bluetooth weg. Und da bin ich echt froh drüber, denn sind wir mal ehrlich, die war bei Siyun eigentlich immer eher ein Problem als eine Hilfe. Das ist also sehr, sehr, sehr willkommen. Was ich mich übrigens an diesem Punkt jetzt langsam frage, wenn die Gimbals schon solche Bildschirme mittlerweile integriert haben, übrigens fast so groß wie Sonys Kamerabildschirme und wahrscheinlich sogar besser auflösend, wozu braucht man dann diese Wireless-Module eigentlich? Kann der Gimbal dann nicht einfach einen HDMI-Eingang hier oben irgendwo haben, da wo die USB-Kabel reinkommen, um Tracking-Dinge auszuführen ohne das teure und komplizierte Wireless-Zusatzmodul? Naja. Wozu es ganz praktisch ist, ist es ein anderes, teures, optionales Zubehör für den Webull 2, nämlich einen mobilen Monitor Follow Focus, über den man den Gimbal von der Ferne steuern kann und das Bild sehen kann. Ich denke, für ein Produkt dieser Preisklasse ist das ganz schön Overkill. Das ist dann eher für richtige Profi-Gimbals wichtig.
Und vermutlich ist das für die wenigsten an dieser Stelle interessant. Das sogenannte Transmount AI-Modul, das ist dieses Wireless-Modul, das kann den Gimbal nicht nur mit Tracking steuern, wie gerade eben gesagt, sondern kann auch noch Gestensteuerung. Also das heißt, wenn man alleine unterwegs ist, sich selbst filmt, dann kann man vor der Kamera stehen und einen Hampelmann machen und mit diesen Gesten den Gimbal steuern. Und was ich hier gleich mal sagen muss, auch wenn ich dieses Wireless-Modul nicht habe und somit nicht weiß, wie es aussieht, wenn das Kamerabild auf diesem Bildschirm angezeigt wird, gefällt mir der Bildschirm trotzdem unfassbar gut. Denn nie war es einfacher und intuitiver, Modi zu wechseln, Follow-Speeds anzupassen oder die Balance zu checken. Das gefällt mir richtig gut. Und wenn man es nicht braucht, dann klappt man es eben einfach weg, fertig und gut. DJI's RS 2, wie gesagt, auch ein Display dran, aber natürlich kein Vergleich vom Handling her, einfach weil es so winzig klein ist, dass nicht mal das Menüs bedienen damit Spaß macht. Kommen wir mal jetzt zum Rest des Designs des Wii Build 2. Und was ich da auch richtig gut finde, ist, dass die Bedienelemente jetzt alle hier nach links an die Seite gewandert sind. Am Wii Build S habe ich noch kritisiert, dass man den Joystick schlecht erreichen kann und eben auch aus Versehen bewegt beim puren Halten, wenn man nicht die Tastensperre aktiviert. Das passiert jetzt nicht mehr. So im Griff habe ich weder eine Taste noch den Joystick irgendwo unter meiner Hand und das ist einfach perfekt. Der Joystick liegt aber super in Daumenreichweite hier und ist nicht im Weg. Viele Schalter und Tasten sind natürlich auch durch den Touch-Bildschirm überflüssig geworden und das ist auch gut so. Ja, vorher war es ja quasi nur so ein ganz kleines OLED-Display, wo man die Einstellungen ändern konnte. Das ging auch, ging aber eher schlechter als recht, war ziemlich umständlich und habe ich nicht allzu gerne genutzt. Die Tasten, die jetzt noch vorhanden sind, die machen auch Sinn. Nen An- und Ausschalter, Aufnahme starten, Modus ändern und dann der Trigger vorne am Zeigefinger, um den Gimbal wieder in Ausgangszustand zu versetzen oder mit dreimal drücken in den Selfie-Modus zu wechseln. Hallo! Ergänzt wird das Ganze hinten von einem Fokusrad zum Fokus ziehen, entweder mit dem Follow-Fokus-Motor oder um Kameraeinstellungen zu verändern. Also ISO, Blende, Shutter anpassen, wie man will. Aber das für mich eigentlich coolste an der Sache, ich habe jetzt hier meine R5 per USB-C-Kabel einfach mit dem Gimbal verbunden. Ich musste nichts einstellen dafür. Der hat automatisch erkannt, Kamera verbunden. Und ich kann jetzt hier im manuellen Fokusmodus meines RF8512 einfach manuell fokussieren ohne einen Follow-Fokus-Motor. Und das finde ich einfach mal mega praktisch. Das ist zwar jetzt keine neue Funktion, ich habe es aber, um ehrlich zu sein, noch nie irgendwo so einfach integriert gesehen, dass man nicht mal mehr einen Kameramodus anpassen muss, um dem Gimbal zu sagen, da ist jetzt eine Kamera dran, da ist jetzt eine Canon dran. Das Design bleibt dem Wii Build S schon sehr ähnlich, gerade mit diesem Arm hier hinten. Nur ist der Griff eben jetzt unglaublich viel griffiger, viel besser, liegt vielfach besser in der Hand und man hat keinerlei Tasten und keinen Joystick mehr im Weg und das ist einfach Bombe. Hinten kann man wieder entweder das kleine Stativ von unten abschrauben und befestigen, also hier hinten, oder, was in diesem Combo-Set mit dabei ist, was ich euch vorhin schon gezeigt habe, dieser Griff. Da gibt es hier so eine kleine Quick-Release-Platte, die ist jetzt schon dran. Dann kann ich den Griff anschieben, arretieren und habe den Zweihandbetrieb. Auf jeden Fall hat der Griff eben, wie gesagt, so ein Quick-Release-System und so kann man ziemlich schnell quasi dazwischen umschalten, den entfernen, wenn man es mal kleiner haben will oder wenn man ihn praktischer verstauen will, ohne größeres Packmaß. Was ihr am Arm dagegen jetzt nicht mehr findet, leider, ist eine Akkuklappe und austauschbare Akkus. Und ich weiß beim besten Willen nicht, warum die meisten das als Feature anpreisen und nicht kritisieren. Immer heißt es, die Akkus müssen dann nicht mehr rausgenommen werden, um sie in einem Ladegerät umständlich zu laden, was man auch noch immer dabei haben muss. Und dann dauert das auch noch länger. Aber dass man die 18650 Zellen im Vorgänger nicht einfach im Gerät laden konnte, das war eine bewusste Entscheidung des Herstellers. Denn das geht vollkommen problemlos. Die Elektronik dafür kostet im Einkauf wahrscheinlich ein paar Cent. Die habe ich hier in meiner Hand. Damit könnte man jedes Gerät mit USB-C 18650 Ladekapazitäten nachrüsten. Ja, und hier im Gimbal stecken immer noch 18650 Lithium-Ionen-Zellen. Nur kommt man eben nicht mehr ran. Und wechselbare Akkus haben den unglaublichen Vorteil, dass man sie eben nicht unbedingt gleich laden muss. Wenn die Akkus leer sind, hat man im besten Fall einen zweiten Satz mit dabei und ist instantly wieder einsatzbereit. Wechselzeit vielleicht 30 Sekunden. Und ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe die Ersatzakkus von Siyun für den Crane 2 und ältere Gimbals mal eine Weile über eBay als Kleingewerbe verkauft.
Aber an solchen integrierten Akkus kann doch nicht alles schlecht sein. Spoiler-Alarm, doch ist es. Aber auf die Frage nach diesem Schritt dazu sagt Sayun, dass man sonst das Schnellladen nicht hätte realisieren können. Kann das stimmen? Ich denke nicht. Denn auch das geht mit Wechselakkus. Aber über den USB-Eingang kann man jetzt mit 24 Watt Power Delivery laden. Und so sind die Akkus im Gimbal in nur 1,6 Stunden wieder komplett voll und einsatzbereit für die nächsten 9 Stunden Gimbalarbeit. Im besten Fall. In der Praxis vielleicht etwas weniger, je nachdem, wie schwer die Kamera ist und wie gut man balanciert. Wichtiger ist aber wohl auch, dass nur 20 Minuten Laden für 2 Stunden Arbeit reichen sollen. Ja, und dass man auch eine Power Delivery Powerbank für Nachschub dabei haben kann. Der Gimbal läuft nämlich weiter, wenn er über USB geladen wird. Also, langes USB-C-Kabel dran, Powerbank in die Hosentasche und weiter geht's. Für die Laufzeit, die Ladezeit ist das also nicht so ein großes Problem, dass die Akkus nicht austauschbar sind. Aber es ist trotzdem ein riesengroßes Problem und dasselbe wie am DJI RS C2 schon. Und das hat absolut niemand in den anderen Tests angesprochen. Der Akku ist nicht nur nicht austauschbar, sondern auch nicht entfernbar. Das heißt, wollt ihr mit dem Weebill 2 auf eine Flugreise, kommt der ganze sperrige und dann eben auch unnötig schwere Gimbal ins rare Handgepäck. Ihr habt keine Wahl, er muss, weil da sind ja Lithium-Ionen-Akkus drin, die man nicht rausnehmen kann. Beim Weebill 2 nehme ich die Akkus raus, beim Ronin SC oder RS2 nehme ich den Griff ab. Ja, und zumindest nur das kommt ins Handgepäck. Der Gimbal selbst kann ins Aufgabegepäck und nimmt dort kein schweres Gewicht, kein rares Gewicht von meinem Handgepäck weg. Ich habe diesen Schritt beim RS C2 nicht verstanden, ich habe ihn dort kritisiert. Ich verstehe ihn beim Weebill 2 nicht und ich verstehe erst recht nicht, wie man diese Gimbals eben mehr oder weniger als kleine handliche Travel-Gimbals anpreist, dann aber vergisst, wie das mit dem Traveln eigentlich abläuft. Meinen ersten Gimbal habe ich mir zum Beispiel gekauft, weil mir mein Philippinen-Urlaubs-Wackel-Footage absolut nicht gefallen hat und ich auf die nächste Reise einen Gimbal mitnehmen wollte. Tja, wäre mit dem hier nicht so einfach. Wieso das jetzt hier so ist und man das nicht bedacht hat, das konnte mir auch Sion nicht erklären, aber meinte, man wird das bei zukünftigen Produkten bedenken. Wahrscheinlich ist hier dieses Katz-und-Maus-Spiel von DJI und Sion ein bisschen aus dem Ruder geraten, sodass man auch noch schlechte Features kopiert. Geil. Naja, dass es irgendwann bedacht werden soll, hilft jetzt dem Weebill 2 nicht so viel. Noch dazu sind Geräte mit Wechselakkus natürlich auch langlebiger und offensichtliche Schrauben gibt's am Weebill 2 leider nicht, um den Akku irgendwann zu wechseln. Was mir am Vorgänger, dem Weebill S, richtig gut gefallen hat, war vor allem, dass er trotz eigentlich winziger Größe und richtig gutem Gewicht keine Probleme auch mit etwas größeren Setups hatte, weil er halt viel Platz oben hatte. Gerade damals im Vergleich zum DJI Ronin SC war das eine Wohltat, denn auf den Ronin SC hat kaum irgendwas gepasst. Ich hatte Ende 2020 Mimi vor der Kamera und eine R5 mit so einem 85mm 1.2 auf dem winzig kleinen Weebill S. Sah komisch aus, hat aber perfekt funktioniert. Der Weebill 2 ist natürlich eine ganze Ecke größer, auch knapp 50% schwerer und hat natürlich auch noch weniger Probleme mit schweren Setups, weil er deutlich mehr Platz hat und stärkere Motoren. Ich habe auf dem Weebill 2 natürlich, wie ihr gerade gesehen habt, auch die R5 mit dem 85-1.2 balanciert bekommen. Sogar ein 70-200-2.8 geht hier. Dabei ist der nach unten versetzte Motor hier hinten, der Roll-Motor, zwar wichtig, aber den extra zu erwähnen wäre irgendwie lächerlich, weil gäbe es den nicht, wäre es No-Go, da das seit ca. 2 Generationen bei Gimbals mehr oder weniger zum guten Ton gehört. Und apropos balancieren. Die Motoren haben wie beim Vorgänger schon Lockschalter für die Achsen, die für den Transport und auch das Balancieren super sind. Wieso dieses etablierte Feature anscheinend auch wieder einer dieser Talking Points der Reviews war, das weiß ich nicht. Ohne wäre es auch wieder ein No-Go. Was ich da aber viel erwähnenswerter finde, ist, dass diese sich sehr, sehr unangenehm schwer betätigen lassen. Also nehmen wir mal den RS2 daneben. Okay, also das Entriegeln geht hier noch super. Super einfach. So. So geht das ungefähr. Warte, wo ist er? So geht das ungefähr beim RS2 auch. Nur, das wieder verriegeln geht hier echt unnötig schwer und ist beim RS2 deutlich einfacher.
Ich dachte erst, das gibt sich vielleicht irgendwie mit der Zeit, weil das Gerät hier neu ist. Dann wird das vielleicht leichter, wenn man das öfter macht, dass man ein paar Mal hin und her schiebt. Aber auch nach über einem Monat und mehreren Stunden im Einsatz braucht man immer noch sehr viel Kraft und auch teilweise unangenehm viel Kraft. So viel Kraft, dass ich denke, Micha würde es zum Beispiel nicht hinkriegen. Naja, aber im Prinzip tut es, was es soll. Und es ist eigentlich Meckern auf hohem Niveau. Ja, nur weil man das eben so direkt braucht, wenn man den Gimbal das erste Mal verwendet, ist mir das auch gleich leider negativ aufgefallen. Und gerade auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz ist es eben deutlich schwieriger. Was für richtig große Kamera- und Objektivkombinationen den größten Unterschied an so einem Gimbal macht, ist vor allem die Größe der sogenannten Cradle. Das ist das hier oben, das ist die Wiege, in der sich die Kamera wiegt. Spielt sogar eine wichtigere Rolle als das maximal mögliche Gewicht, was der Gimbal tragen kann. Das haben wir beim Ronin SC gesehen. Da war das Maximalgewicht noch lange nicht erreicht, während die Kamera hier rein von den Maßen physisch schon gar nicht mehr reingepasst hat. Hier liegt das maximale Tragegewicht bei 3,3 Kilo. Wobei man das auf Sions Webseite gar nicht findet. Keine Ahnung warum. Das reicht auch für eine 1DX Mark III mit fetter EF-Linse. Wobei man da vermutlich schon wieder andere Probleme bekommt. Was mich beeindruckt hat, war mein Versuch im Hochformat. Also mit meiner R5 hier, einem 24-70-2.8, habe ich die Kamera einfach mit dem L-Winkel oben auf den Gimbal befestigt und das war immer noch genug Abstand zum hinteren Roll-Motor, dass ich den Gimbal in allen Lagen einsetzen konnte. Daher vermute ich mal, er hätte auch mit einer R3 und einer C70 kein Problem, da diese Kameras ja eher so, naja, quadratisch aufgebaut sind. Boxförmige Cinema-Kameras passen dann vermutlich sogar ganz locker. Wobei ich aber sagen muss, dieses Gespiele mit dem L-Winkel wäre gar nicht nötig gewesen, denn der Gimbal hat ja auch einen Porträtmodus. Wenn man ihn so hält, dreht sich quasi der sonst Pan-Motor um 90 Grad und sorgt so dafür, dass man im Hochformat problemlos filmen kann. Sehr praktisch, eben für Instagram, TikTok-Content und so weiter und so fort. Aber jetzt kommen wir mal zur Praxis. In der Praxis ist die Arbeit mit diesem Gimbal ein Traum. Er stabilisiert gut, er funktioniert zuverlässig und das Display ist ein massiver Mehrwert, wenn man zum Beispiel versucht, die richtigen Follow-Settings zu finden, die Smoothness ein wenig verändern will. Das hätte ich im Vorfeld echt nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht mit diesem Display. Das ging früher beim Crane 2 zwar auch, aber nur via Bluetooth über die App. War ziemlich scheiße gelöst, um ehrlich zu sein. Das ging beim Vorgänger, dem Webill S, zwar auch, aber da nur über das kleine OLED-Display mit diesen kleinen Drehrädchen und das war auch ziemlich scheiße gelöst, um ehrlich zu sein. Die wichtigsten Modi erreiche ich hier direkt am Gimbal über das Display. Was aber komisch ist, nach einem Neustart ist immer erstmal der Pan-Follow-Modus aktiviert, obwohl man hier ja so einen physischen Regler hat und da auch auf Lock-Mode stellen kann zum Beispiel. Nur wenn ich den Gimbal jetzt ausmache, so steht immer noch hier auf Lock-Modus, schalte ihn wieder an. Dann bin ich nicht mehr im Lock-Modus, sondern im Pan-Follow-Modus, obwohl hier dieser kleine physische Schalter auf Lock steht. Das ist sehr verwirrend und das finde ich auch nicht gerade gut gelöst. Die Aufnahmetaste und das Fokusrad, das habe ich jetzt im Praxiseinsatz nicht genutzt. Ich habe mit Autofokus gefilmt. Was ich aber gemacht habe, ich habe einen Ninja V Plus. Hier hinten, hops, befestigt. Ich habe das Ganze über HDMI mit der Kamera verbunden und habe so 8K ProRes RAW mit meiner R5 aufgezeichnet. Abgesehen von diesen Mounting Points hier hinten an dem Griff, gibt es aber auch noch andere. Und zwar hier rechts an der Seite. Genau. Zeige ich euch kurz. Hops. Da ist ein Mounting Point für ein Viertelzoll-Gewinde. Und so habe ich dann zum Beispiel dort eine Insta360 One X2 befestigt, um so ein bisschen Behind the Scenes aufzuzeichnen von dem Einsatz des Gimbals. Mit diesem Mounting Point mit 1/4 Zoll Gewinde, das gefällt mir deutlich besser als zum Beispiel die NATO Rails bei DJI, die man dort findet. Funktioniert zwar auch zum Befestigen von Zubehör, aber 1/4 Zoll Gewinde ist eben einfach weiter verbreitet. Und für NATO Rails muss man gegebenenfalls, wenn man es nicht hat, eben erst noch passendes Zubehör kaufen.
Der Gimbal bietet auch, abgesehen von diesem Porträtmodus, den ich euch gerade schon gezeigt habe, einen Vortex-Modus oder auch einen schnell folgenden Go-Modus praktisch für Actionaufnahmen oder Sport. Angenommen, eure Kamera bietet da entsprechend gute Rolling-Shutter-Performance. Und apropos auch Koffermodus, also Low-Angle-Shots, wie beim Porträtmodus vorhin gezeigt, das geht natürlich super, super einfach. Und das muss man sein lassen, denn dieses Design ist mit Abstand am besten und einfachsten gelöst in Sachen Underslung-Modus oder eben Koffermodus, wie ich das einfach nenne, oder auch Handtaschenmodus. Man kann damit super einfach Low-Angle-Aufnahmen machen, man nimmt den Griff hinten oder schraubt eben einfach das kleine Stativ um. Oder man nimmt das kleine Stativ einfach als Stütze am Körper und hat so einfach bessere Stabilität, mehr Griffpunkte und so weiter und so fort. Und es ist eben auch schön, dass dieser Koffermodus vollkommen ohne Zusatzhardware funktioniert. Denn man kann ja eben auch einfach dieses kleine Stativ hier umschrauben und das ist eigentlich der Vorteil von Sions Design in der Weeble-Reihe durch diesen Arm hier hinten, ist das einfach viel einfacher. Und wie vorhin schon ein paar Mal erwähnt, das Handling hat mir auch echt gut gefallen. Der Gimbal liegt super in der Hand, das Gewicht ist okay, wenn auch nicht so überragend wie beim Weeble S, aber dafür eben viel besser verarbeitet. Und die Arbeit in der Praxis war einfach, intuitiv und hat die gewünschten Resultate geliefert. Und das ist für mich an einem Gimbal eigentlich immer noch das Wichtigste. Sion sagt, der Gimbal hätte noch spezielle Hardware und Software an Bord, die zum Beispiel kleinere Vibrationen besser ausgleichen soll, wenn man zum Beispiel aus einem Fahrzeug raus fotografiert oder aus einem Flugzeug vielleicht, ein Helikopter sogar. Keine Ahnung, was da dran ist. Klingt gut, ich kann es aber nicht testen. Das Einzige, was mich mitunter etwas verwirrt hat, war die Akkulaufzeit. Man sagt zwar 9 Stunden, aber auch mit einer gut balancierten, relativ schweren Kamera sieht man schon doch relativ flott die Akkuanzeige nach unten wandern. Vermutlich hilft es dann auch, das Display wieder einzuklappen, wenn man es nicht mehr braucht. Das sorgt vermutlich auch dafür, dass man es nicht aus Versehen beschädigt. Ist vielleicht keine ganz so schlechte Idee. Ach ja, und was mit dem Bildschirm übrigens auch einfacher und intuitiver funktioniert als jemals zuvor, das sind die Advanced Features wie Motion Lapse oder Time Lapse. Früher war das ein umständliches Hantieren mit der App, und jetzt geht es einfach so auf dem Display. Hier, quasi Motion Lapse. Ich drehe die Kamera mit dem Joystick an einen Punkt, markiere den Punkt. Okay. Dann bewege ich die Kamera an Punkt 2, markiere den Punkt. Okay. Und sage Start Shooting. Und sie nimmt quasi einfach von Position A nach Position B ein 60 Sekunden langes Video mit Bewegung auf, was ich dann natürlich auch schneller abspielen lassen kann oder ich kann es halt einfach als Video laufen lassen, zum Beispiel für Detailaufnahmen und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, früher mega umständlich, jetzt mega einfach, also da bin ich wirklich ein bisschen baff. Wie vorhin schon gesagt, die Bildübertragung und die Bildanzeige auf dem Display konnte ich nicht testen, aber das ist eben auch so eine Sache. Kameras wie eine A7 III oder selbst eine moderne Canon R6 können kein clean HDMI-Bild ausgeben, wenn sie intern mit voller Funktionalität aufzeichnen sollen. Und will man bei Canon mit angeschlossenen HDMI intern aufzeichnen, dann schaltet sich der Bildschirm aus. Und man sieht alle Steuerelemente nur noch auf dem HDMI-Gerät und verliert auch die Touch-Tracking-Autofokus-Fähigkeit. Deshalb lohnen sich die großen Pakete eigentlich meistens wirklich nur, wenn man weiß, was man braucht, also die großen Gimbal-Pakete meine ich, die großen Kombo-Sets, wo dann alles mit dabei ist. Wenn man weiß, man braucht das, man nutzt das, man hat die Kamera dafür, dann könnte das Sinn machen. Aber ich kann euch aus meiner Erfahrung und dem von meinem Umfeld sagen, dass fast jeder, der zum Beispiel einen Ronin RS 2 mit dem Videotransmitter gekauft hat, das Ding bisher maximal zum Ausprobieren genutzt hat und das war's. Also spart euch das lieber. Was ist denn jetzt meine abschließende Meinung zum Sion Weeble 2? Naja, es gibt Licht und Schatten. Licht definitiv das gute Design. Deutlich bessere Verarbeitung im Vergleich zum Plastikbomber-Vorgänger. Und Licht natürlich auch bei der Funktion. Das Ding macht, was es soll und das sehr ordentlich, sehr zuverlässig, sehr intuitiv. Das Display und die Bedienung sind darüber hinaus eigentlich über jeden Zweifel erhaben, kannte man so vorher noch nicht und macht echt viel Spaß. Lässt einen schnell vergessen, dass es irgendwann mal anders gewesen sein soll und ich hoffe, dass DJI ein Display in dieser Größe auch kopiert. Also,
Das Teil kann so gesehen schon echt Sinn machen und es macht viel Spaß, aber Schatten gibt es natürlich auch. Da wäre erstmal der Preis, der die Einordnung schwierig macht. Ich habe zu Beginn den deutlich günstigeren DJI RS C2 angesprochen. Der hat aber ein deutlich kleineres Display, ein schwierigeres Bedienkonzept und, sind wir mal ganz ehrlich, ein deutlich schlechteres Design. Mit diesem Klappen, wo man nicht weiß, wo es hin soll, macht er zwar ein relativ kleines Packmaß, ist aber weniger intuitiv und hat eben auch einige Nachteile, wie hier auch den fest verbauten Akku, der mich bei einem Travel Gimbal echt auf die Palme bringt. Wobei die Besitzer die Dinger dann eher nicht zu Palmen bringen können, oder? Naja, eigentlich ist das auch mein einziger Wunderpunkt, der mich von einem Kauf abbringen würde, weil ich mir einfach denke, da hätte man doch mal drüber nachdenken können, bevor man das Ding baut. Naja, wenn das keine Rolle spielt. Also wenn ihr mit dem Ding nicht in ein Flugzeug steigen wollt, dann gibt es wenig Gründe, die dagegen sprechen, außer für noch, vielleicht noch die geplante Obsoleszenz, die mir bei so teuren Dingern dann doch immer wieder sauer aufstößt. Denn wirklich viele andere Gründe für einen neuen Gimbal wird es dann in den nächsten Jahren kaum geben, außer der Akku von dem Teil ist platt vom vielen Rumstehen im Schrank und sind wir mal ehrlich, dort finden die meisten, die einen Gimbal haben, den doch die meiste Zeit wieder, oder? Wenn für euch jetzt persönlich die Frage interessant war, ob DJI Ronin RS C2 oder doch lieber etwas mehr für den Weebill 2, dann würde ich euch schon eher zum Weebill 2 raten. Dann habt ihr eine fähige Kombination für die nächsten Jahre, kostet nicht allzu viel und macht viel Spaß. Wenn ihr denkt, der Weebill 2 ist was für euch, dann findet ihr Links dazu unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über diese Links einkauft, unterstützt ihr damit kostenlos unseren Kanal und sorgt so dafür, dass wir weiterhin solche Videos machen können. Und das wollen wir. Wenn es euch gefallen hat, also das Video hier, dann lasst ein Like unter dem Video. Wenn ihr neu hier seid oder das noch nicht gemacht habt, warum auch immer, dann abonniert gerne unseren Kanal. Und wenn ihr gar kein Video mehr von uns verpassen wollt, dann gebt uns eins auf die Glocke, denn dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochladen. Hier findet ihr jetzt noch zwei weitere Videos. Wahrscheinlich das vom RS C2 und RS 2 und dann sicherlich noch das Video, in dem wir den Weebill S getestet hatten. Vielleicht ist das interessant für euch. Ansonsten sage ich, wie immer, gut Licht und ciao, bis zum nächsten Mal.